mein Herzschlag ist schon ein bisschen hochgegangen, als ich dann zur Einwechslung gegangen bin. Ja, super schönes Gefühl. Macht auf jeden Fall Spaß, mit den Jungs zu sein. Ich muss sagen, für mich, ich genieße eigentlich jeden Tag hier, auch gutes Wetter. Einfach hier noch ein bisschen an mir zu arbeiten, einfach wieder zur alten Stärke zu kommen. Ja, also ich war natürlich lange Zeit im Kraftraum, habe viel in der Reha-Abteilung gearbeitet und viel darüber nachgedacht, wie es dann ist, wenn ich wieder zurückkomme. Und von daher habe ich mich schon sehr, sehr gefreut. Und ja, bin auch ein wenig stolz darauf, dass ich wieder dabei bin und keine größeren Probleme habe. Also Angst nicht, aber mein Herzschlag ist schon ein bisschen hochgegangen, als ich dann zur Einwechslung gegangen bin. Einfach, ja, weil es wieder eine neue Sache ist, ein neuer Step. Und ja, aber ich habe das genossen und haben auch 2-0 gewonnen. Von daher, ich muss sagen, am Anfang hat es mir geholfen, erstmal komplett wegzukommen, gedanklich vom Fußballplatz. War natürlich bei der Mannschaft dabei, habe mich gefreut, dass wir dann am Ende auch aufgestiegen sind und alles war total glücklich, aber für mich war es wichtig, erstmal runterzukommen, zu regenerieren, mich auf meine Behandlung zu konzentrieren, auf die OP und ja, einfach ein wenig auch Gottvertrauen zu haben, dass alles wieder wird. Ja, ich meine, die Medizin ist halt heute schon ziemlich weit und da muss man halt nicht mit einem Achillessehnenriss schon befürchten, dass man die Karriere beenden muss. Dazu bin ich noch relativ jung, habe, glaube ich, ein ganz gutes Heilfleisch und von daher habe ich mir keine Gedanken gemacht. Ich muss sagen, ich habe mir da gar nicht so die Gedanken gemacht, jetzt was die Narbe angeht, was meine Achillessehne angeht, weil man sagt auch, dass nach so einer OP das Risiko, dass die Sehne wieder reißt, eigentlich noch geringer ist als bei der gesunden Seite. Von daher ging es mir eigentlich nur darum, wieder diese Fußballabläufe reinzubekommen, keine Ahnung, mal finden, Richtungswechsel und da dann richtig explosiv zu sein. Also ich denke einfach, hört sich immer doof an, aber tatsächlich einfach von Tag zu Tag schauen, wie die Sehne hält und dann einfach so gut wie möglich angreifen. Ne? Also dem Trainer so schwer machen wie möglich. Hatte auch ein Gespräch mit ihm, also er hat mit allen Spielern gesprochen und da hatte ich ihm das auch gesagt. Also ganz entspannt, ohne Stress einfach sich auf Fußball konzentrieren und ja, Gas geben. Ich gebe immer 100%. Ich fühle mich eigentlich sehr, sehr gut. Klar, technische Abläufe, auch mannschaftstaktische Dinge, die müssen jetzt noch mehr reinkommen, weil man halt lange nicht mehr Fußball gespielt hat, vor allem auch diese Spielminuten dann sammeln jetzt und ich denke, dann wird es schnell wieder bergauf gehen. Dann, wenn man natürlich auf dem Bus ist und so, da kann man sich auch mal hinsetzen, man konnte auch mal ein bisschen durchschnaufen, aber als wir dann durch die Katakomben im Weserstadion gelaufen sind, da bin ich schon mitgehüpft mit meinem gesunden Bein, aber ja, das darf man jetzt dem Operateur nicht sagen, aber ja gut. Hat alles gehalten, alles gut gelaufen. Also ich muss sagen, ich konzentriere mich da eigentlich nur auf mich. Manchmal spiele ich auch ein bisschen auf der rechten Seite. Also von daher, ich bin eigentlich auf mehreren Positionen einsetzbar. Klar, würde ich auch gerne auf meiner eigentlichen Position spielen im Mittelfeld. Aber am Ende des Tages spiele ich da, wo der Trainer mich aufstellt und probiere der Mannschaft einfach so bestmöglich zu helfen. Ja, Konkurrenz gehört zum Geschäft dazu. Und gerade wenn wir so einen Spieler haben, dann freut man sich natürlich auch. Aber klar, das macht es natürlich nicht leichter jetzt zu spielen. Aber ich bin da guter Dinge trotzdem, dass ich wieder auf meine Einsatzzeiten irgendwann wieder komme. Ich gucke tatsächlich gar nicht auf die Waage. Ich mache einfach meine Übungen und zum Glück ist man da nicht so penibel hier, dass man auf jede Grammzahl schaut. Deswegen, wie gesagt, es schadet mir nicht. Ich war eh immer ein sehr robuster Spieler, sehr physischer Spieler. Gehört auch zu meinem Spiel. Deswegen denke ich, wird mir das jetzt keine Steine in den Weg legen.